Trockenheit, Trockenheit, Trockenheit. Überall, wo man hinguckt. Und es wächst nichts nach. Und es hat seit Wochen nicht geregnet. Und wir haben Temperaturen bis derzeit Mitte 35 Grad. Die Eberesche hat auch dementsprechend viel Trockenschäden. Schade. Und das im Schattenbereich, noch nicht mal in der Sonne. Alles gelb. Alles trocknet. Da möchte ich mir gar nicht ausmalen, was wird, wenn das hier so weitergeht. Und wenn man sich dann dieses Stück hier anguckt, das auch mehr oder weniger, je kürzer das Gras ist, desto vertrockneter ist es. Nur durch die Beweidung, durch die Ponys. Und wenn man dann hier rüber schwenkt, abgetrennt durch einen Zaun, sonst nichts. Und dann guckt man zu der Anlage, wo ich die Apfelbeeren gepflanzt habe und wo ich nur ein einziges Mal vor vielen Wochen gemäht habe. Hier ist alles ganz grün und ich habe hier nicht gewässert. Das ist schon enorm. Noch grasen sie hier. Wenn es gleich Sommer wird, dann gehen sie tagsüber in den Stall, warten, bis es abends kühler wird und grasen dann über Nacht weiter. Hallo ihr Lieben, schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben Sonntag und kurz nach 8 Uhr. Und mir ist gestern Abend eingefallen, dass ich hier in der Wildnis noch ein paar Rhabarberpflanzen stehen habe. Und da will ich jetzt ganz schnell mal eben gucken, ob die nicht vielleicht schon vertrocknet sind. Und wenn die noch nicht ganz vertrocknet sind, nein, egal ob sie vertrocknet sind oder nicht, ich werde sie auf jeden Fall alle ausbuddeln und versuchen, dass ich sie noch rette. Weil mir ist eingefallen, dass Rhabarber ganz viel Wasser benötigt. Und da die in der Wildnis stehen, habe ich wirklich nicht mehr dran gedacht. Ja, wollte ich mal gucken. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja mit mir kommen. Ich habe sie gefunden. Da ist noch ein Blatt zu sehen. Und erstmal markiert, dass ich den Standort gleich wieder finde. Und hier ist die nächste. Und drüben in der Wildnis, wo ich herkomme, habe ich auch eine gefunden. Und jetzt fehlt mir noch die vierte. Und dann werde ich erstmal durch dieses Dickicht die Schubkarre holen, Grabegabel holen und Spaten holen und werde die Pflanzen ausbuddeln und woanders hinsetzen, wo ich leichter gießen kann. Weil hier stehen die so weit weg, dass ich nicht gießen kann. Wieder ein Learning. Pflanzen, die viel Wasser brauchen, gehören in die Nähe des Hauses oder einer Wasserquelle und nicht hier in die Wildnis. So, da kommt sie. Bin ich aber gespannt, wie groß die ist. Scheint aber nicht allzu groß zu sein. Ui, tiefes Wurzelwerk hat sie aber. Vielleicht ist das der Grund, dass sie noch nicht abgestorben ist. Prima. Dann werde ich die gleich ausführlich wässern und anschließend wieder einpflanzen, da wo ich immer gieße. Und die Pflanze, die mit den Blättern noch ganz gut aussah, als ich die angefasst habe, sind die Blätter von alleine abgegangen. Da ist der Trockenheitsschaden doch schon größer, als ich dachte. Und die Wurzel ist mir total auseinandergefallen. Jetzt habe ich viele Einzelstücke. Die werde ich natürlich alle einpflanzen. Die ist auch teilweise schon hohl. Also das wird wohl nichts mehr. Aber die hat noch ein lebendes Stück. Also werde ich es versuchen. Und die kleine und diese hier, die noch gar keine, die hat aber hier einen kleinen Trieb. Ja, und dann ein großes Stück. Auf jeden Fall werde ich sie alle einsetzen und dann warten wir mal ab, ob da noch was raus wird. Ich hoffe es ja. So sieht die dritte Pflanze aus. Die hat einen dicken, der allerdings hier schon angeritzt ist. Wahrscheinlich habe ich das gerade mit dem Spaten gemacht. Und hier sieht es aus, als wenn die Wühlmaus gefressen hat. Ein bisschen Leben sitzt also noch drin. So, dann haben wir hier ein Wurzelstück.
Sieht auch so abgeknabbert, abgerissen aus. Stecke ich auf jeden Fall in den Boden. Ist noch Feuchtigkeit drin. Ob da was draus wird, keine Ahnung. Aber Pflanzen sind ja sehr regenerationsfähig. Großes Blatt noch dran. Aber die Wurzeln, die sind ja knapp feucht. Sie sind nicht ausgetrocknet. Das ist doch schon mal was. So, dann haben wir noch ein großes Stück. Das möchte ich auch jetzt nicht großartig auseinander machen. Da ist noch Wurzelwerk dran. Das könnte es eigentlich schaffen, dieses Wurzelstück. Werde ich auf jeden Fall jetzt mal alles mitnehmen. So, jetzt habe ich sie erstmal gewässert. Dann sollen sie sich eine Zeit lang vollsaugen. Und dann pflanze ich sie wieder ein. Ich habe sie schon teilweise eingepflanzt. Hier einmal, da einmal, die ist größer von der Wurzel, vom Wurzelumfang her. Und hier sieht man es, ist auch eine große. Und die anderen werde ich noch einpflanzen. So, hier haben wir noch restliche Stücke. Da ist noch eine, die ist schon ein bisschen ausgetrieben oder noch. Die hier hat keine Wurzeln. Und dann muss ich mal schauen. Dann werde ich die auch noch mal einpflanzen hier. In der Hoffnung, die treiben aus. Schön wäre es ja. So, eben ein freies Plätzchen suchen. Denn das sind die letzten, die anderen sind schon eingepflanzt. So, die stehen jetzt hier. Gepflanzt im zukünftigen Geflügelgehege. Und da die Rhabarberpflanzen sehr viel Nährstoffe benötigen und die Hühner sehr nährstoffreichen Boden hinterlassen, stehen die hier eigentlich ganz gut. Die haben von mittags bis abends Spätsonne. Und dann hoffen wir ja mal, dass es denen hier gefällt und sie Lust haben, wieder auszutreiben. Und jetzt noch einmal kräftig einschlemmen. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt im Hochsommer was gebracht hat. Allemal besser als die Trockenheit, weil hier kann ich die Pflanzen gießen. Und da die jetzt im Moment noch zu eng gepflanzt sind, warte ich ab, bis die sich erholt haben. Und dann kann ich die immer noch im nächsten Jahr jede zweite Pflanze wegnehmen, damit die ausreichend Platz kriegen. Aber das ist alles noch lange hin. Erstmal muss ich die wieder fit kriegen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und drückt mir die Daumen, dass die Pflanzen es schaffen. Wäre ja schade drum, wenn sie alle eingehen würden. Ich habe jetzt mein Bestes gegeben. Mehr kann ich nicht tun, außer gießen und zwischendurch ein paar Nährstoffe, weil die sind ja sehr anspruchsvoll, was die Nährstoffe angeht. Und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mir die Daumen drückt, dann empfehlt doch bitte dieses Video oder diesen Kanal weiter. Abonniert selber auch, falls ihr es noch nicht getan habt. Und die Glocke, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. So, und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bis dahin, bis zum nächsten Video, eure, ja, wie immer, abgekämpfte Birgit.